Lutschka K. Nee, warte mal. Bevor wir dich gehen lassen, so eine Sache beschäftigt mich jetzt schon den ganzen Abend. Du hast eingangs erzählt von dieser Nummer mit dieser homosexuellen holländischen A Cappella-Band, die du für keine 100.000 Euro mehr machen würdest. Das Publikum möchte sie heute Abend hören. Tja, mein lieber Ex-Freund Benny. Wenn du das denn gerne möchtest, ich werde die Nummer spielen, aber nur, wenn das komplette Ensemble mitmacht. Oder? Ist das ein Wort? Okay, na dann. Nimmst du das hier mit? Oh, mein Mikrofon. Ist das dein Ernst? So. Also wir müssen an dieser Stelle zugeben, wir haben es versucht zu proben. Versucht? Ja, und alle sagten am Ende, ich mache nicht mit. Und das hat Gründe, meine Damen und Herren, denn es wird jetzt richtig peinlich. Deswegen haben wir die Fluchtwege auch geradezu sperren lassen. Eine 12 Jahre alte Nummer, du erinnerst dich. Eine holländische A Cappella-Band und ihr, eure Aufgabe ist... Ist richtig, ne? Okay. So, das ist euer Text. Christian, du bist bereit? Alles klar. In einer kleinen Stadt, da wurde ich geboren. Zum Lachen und zum Liebe machen war ich auserkoren. Denn als ich wuchs heran, bemerkte ich sodann, ich bin nicht wie die anderen, nein, ich bin ein ganz besonderer Mann. Unersetzlich und entsetzlich, schüchtern, lieb und rein. Doch eines auf der Welt, das kann ich mir leider niemals sein. Ich kann nicht treu sein, ich kann nicht treu sein, ich kann nicht treu sein, ich kann nicht treu sein. Ich kann nicht treu sein. Uns ist genauso peinlich wie ihn. Hatten Sie drei Kinder? Ich hab sie angelacht in einer sterneklaren Nacht. Und ich hab nicht gewusst, was unser Schicksal mit uns macht. Sie lud mich zu sich ein, da sagte ich nicht nein. Wir lagen eng umschlungen da und waren ganz allein. Ein Leben mit mir jeden Tag, sagt sie, stellt sie sich vor. Da nehm ich zärtlich ihre Hand und flüster ihr ins Ohr. Ich kann nicht treu sein, 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 ich kann nicht treu sein. Christian, können wir es wieder ausziehen? Sind das noch viele Strophen? 12 Strophen noch. Ihr Name war Marie, ich war verliebt in sie. So sehr, dass ich mir manchmal dachte, die verlasse ich nie. Naja, bis zu dem Tag, als ich ihre Schwester traf, denn da konnte ich nicht widerstehen und bat sie in mein Schlafgemach. Plötzlich kurz vor Mitternacht steht Marie in der Tür. Ich schau sie nur verlegen an und sag ganz leise zu ihr, ich kann nicht bräuchern. Ich kann nicht treu sein. So schnell verging die Zeit, ich habe nichts bereut. Doch am Abend meines Lebens wäre ich viel lieber zu zweit. So zog ich durch das Land, ich suchte und ich fand in einer kleinen Stadt ein Weib, das raubte mir fast den Verstand. Ein kleiner Blick, ein kurzer Kuss und ich wusste genau, mit ihr wollte ich zusammen sein, nur sie wollte ich zur Frau. Ihr wollt ich treu sein, ihr wollt ich treu sein. Nein, nein, mein Freund, sagt sie zu mir, ich kann nicht mit dir gehen. Zwar mag ich dich sehr gerne, doch da ist nur ein Problem. Hab da verstanden, ist jetzt andersrum. Ja. Ich kann nicht treu sein, ich kann nicht toll sein. Ich kann nicht treu sein.
Hat sich doch